Sitzt ihr bequem? Ja. Können wir starten? Können wir. Gut. Ready. Hoi Leute, ich bin Atze, der Buschpirat. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Waldgeplauder. Heute mit dabei der Fritz Meinecke. Hallöchen. Ich bin gespannt, was heute alles gehen wird. Ja, ich auch. Wir haben im Harz hier 2 Übernachtungen gemacht. Wir haben hier ein tolles Lager aufgebaut. Leider schon der letzte Morgen. Wir werden jetzt dann eine kurze aufbrechen. Eigentlich wollten wir das Waldgeplauder gestern schon drehen, aber da hat es echt ziemlich geregnet und wir haben sehr viel hier im Lager erlebt. Fritz hat ein paar coole Aufnahmen gemacht, also da wird es nicht nur ein Video davon geben. Ein kleines Special-Projekt gehabt, aber wir verraten mal noch nichts. Ja, also falls einer unter euch sein sollte, der einen Fritz noch nicht kennt, geht auf jeden Fall mal auf seinen Kanal, schaut dort mal rein. Demnächst wird es ein paar spannende neue Projekte und Videos auch geben. Wir sind gespannt. Gut, Waldgeplauder dieses Mal zum ersten Mal mit Zuschauerfragen. Ich hatte ja einen kleinen Facebook-Post gemacht und euch gefragt, was ihr hören wollt, beziehungsweise Themen, die euch interessieren. Und wir haben uns ein paar rausgesucht, die, glaube ich, ganz gut zu der Situation einfach passen. Und ich würde sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei. Wir starten gleich los mit der ersten Frage. Und zwar vom Yannick Kosik. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Grüße an Yannick. Genau, Grüße. Mich würde auch interessieren, wie ihr euch bei schlechtem Wetter draußen beschäftigt. Besonders, wenn ihr alleine unterwegs seid. Und ich glaube, Fritz, wir haben hier was Cooles erlebt. Es ist eigentlich perfekte Frage, weil ihr seht, glaube ich, im Hintergrund schon unser kleines Wohnzimmer. Es war nämlich schlechtes Wetter angesagt, oder so ein Mixwetter. Jetzt gerade wieder Sonne draußen, aber gestern so ab Mittag kamen dann so die ersten Wolken, Gewitter um uns drum rum und es fing dann auch an zu regnen. Und deswegen Regel Nummer 1 war auf jeden Fall erstmal selbst die eigenen Lagerplätze aufzubauen, ne? So dass man in Ruhe schlafen kann. Und dann erstmal diesen Gruppenschelter hier zu bauen, damit man geschützt ist vom Wetter. Und ich denke auch einfach, wenn man so draußen unterwegs ist, gell, man braucht einfach auch einfach seine Zeit. Ja? Also ich meine, wir waren gestern, als wir angekommen sind, vorgestern, und wir auf der Suche nach dem Holz waren, das war auch nicht ganz so einfach. Wir sind ja hier durch den Wald erstmal ein Stück gelaufen, bis wir die richtigen Stämme hatten. Also ich denke mal, mit so Lageraufbau, gerade auch wenn man so einen Gruppenschelter sich baut, aber ich denke auch, wenn man alleine unterwegs ist, baue ich mir auch gerne mal so einen Verschlag, in dem ich mich einfach zurückziehen kann, so weg vom Schlafsetup vielleicht. Und wo man einfach ein bisschen Platz hat, ne? wo man sagt, man kann ein bisschen Feuerholz drunter machen, ein bisschen Kochzeug lagern, irgendwelche kleinen Schnitzprojekte machen, wo man einfach, falls das Wetter umschwenken sollte, seine Ruhe hat und geschützt ist. Ja, also ich denke auch, wenn man dann sich so einen Shelter auch gebaut hat, dann hat man eben auch viel mehr Möglichkeiten, was zu machen, egal bei welchem Wetter. Also zum Beispiel gestern haben wir einfach hier sehr viel geschnitzt. Du hattest noch ein Spezialprojekte, die verraten wir jetzt hier nicht. Ja. Aber gerade so Schnitzen ist auch so. Ich habe so einen Schöpflöffel geschnitzt. Also wie lange war ich da beschäftigt? Leute, das Ding ist, Arzt ist bescheiden. Ich hole das Ding mal her kurz. Also wann habe ich damit angefangen? Zeigst du? Ja, guckt euch dieses Ding hier an. Also eigentlich ist es ziemlich cool geworden. Ist geil. Ja, es sieht nach wenig Arbeit aus, aber wann habe ich damit angefangen? Um 10 Uhr morgens und wann habe ich aufgehört? 18 Uhr? Es wurde langsam dämmerig. Also ich glaube, jeder von euch da draußen, der selbst einfach mal nur einen Löffel probiert hat, das ist ja so der Klassiker, den man am Anfang macht. Ja. Löffel, ja. Das ist auf jeden Fall eine Kelle, genau. Und ich hatte, kann ich die verprügeln? Ich hatte meinen Hohlbeitel dabei. Das ist quasi wie so ein Stechbeitel, nur gebogen und ein Schälmesser. Und ich finde gerade für so echt große Vertiefung ist ein Hohlbeitel echt gut, um da erstmal ordentlich was rauszuholen. Ja. Also das hat wunderbar funktioniert. Ich hatte es dann noch mit dem Schälmesser danach nochmal probiert. Ja. Aber dadurch, dass das Fichtenholz hier relativ frisch ist, dein Tipp? Genau, mein Tipp war, weil ich ja auch schon mal so Schalen gemacht habe, ist, wenn ihr frisches Holz nehmt, auf jeden Fall draußen im Schatten über mehrere Wochen lagern und ganz langsam dadurch trocknen lassen. Ja. Wenn man das jetzt reinnimmt in die Wohnung, ist der Temperaturunterschied sehr hoch und wenn man dann ganz dünne Wände hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es reißt, auf jeden Fall höher. Ja, man kann es gerne dann auch noch einölen. Also ich werde das erstmal, also ich habe es eigentlich geschnitzt fürs Abendessen. Aber dadurch, dass die Fichte relativ frisch war, die ist frisch umgefallen, war es relativ erstmal gut zum Schnitzen, weil es ein bisschen weicher gefühlt war. Absolut. Aber es ist auch ziemlich fransig und ich konnte es noch nicht schleifen. Deswegen werde ich das jetzt schön langsam trocknen lassen und dann schön abschleifen. Wird, glaube ich, dann ein ziemlich geiles Item. Das werdet ihr bestimmt auch nochmal in anderen Videos dann sehen.
Genau, also Schnitzen ist eine Möglichkeit, wie man wirklich den ganzen Tag. Ich habe gestern im Prinzip nur geschnitzt. Wir hatten schon auch mal einen Rücken, so. Oh, also, wieder aufstehen. Man sieht es hier auch, wie es hier aussieht, die ganzen Schnipse, die hier rumliegen. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, wenn man vielleicht alleine ist und jetzt nicht unbedingt Schnitzen so handwerklich begabt ist? Wie sieht es aus so mit Lesen oder hast du da Erfahrung irgendwie in die Richtung? Genau, also es gibt sogar Leute, glaube ich, wo ich nicht der Freund von bin, die sich dann irgendwelche Offline-Serien aufs Handy ziehen, was nicht so mein Fall ist. Aber so zum Beispiel einfach mal runterkommen, ein bisschen was lesen, finde ich eine gute Sache. Was ich aber auch immer finde, was ich draußen mache, ist einfach auch Ausrüstung mal testen oder neue Sachen. Ja, oder ich nehme mir vielleicht einfach mal noch einen Tarp mit oder selbst wenn gutes Wetter ist, baue ich meinen Tarp nochmal ab und sage, okay, heute will ich mal lernen, Tarp-Variationen zu bauen. Also oder, so 3-4 Variationen einfach mal aufzubauen, ja. Oder ich sage mir, ich bin irgendwie vielleicht auch, das mache ich manchmal, 2 Nächte draußen und ich mache einmal das Schlafsetup und dann mache ich mal ein anderes Schlafsetup, also mit den gleichen Sachen. Mhm. Also generell dieser Ausrüstungstest, was ich auch ganz cool finde, einfach so Knoten lernen, vielleicht einfach ein bisschen Paracotta mit dabei haben. Also dieses Austesten lernen oder vielleicht auch so in die Schnitzrichtung, so ein bisschen Bastelprojekte. Ich habe mir auch mal so ein bisschen Ledergarn und eine Nadel geholt, habe ich bisher nur zu Hause gemacht, aber könnte man ja auch super am Feuer machen, ja, wenn schönes einfach Wetter ist. Einfach ein bisschen zuschneiden, sich gerade für den Hohlbeitel. Genau, für den Hohlbeitel habe ich so eine kleine Hülle genäht. So, das kann man super draußen machen. Ja. So. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich natürlich irgendwie so auf dem Handy einen Podcast mitnimmt oder auch vielleicht Musik. Aber ich finde einfach, wenn ihr rausgeht, geht es ja auch darum, auch in der Natur zu sein. Und vielleicht ist es auch einfach auch mal schön, nichts zu tun. Also wirklich nicht jetzt irgendwie sich die Ohrstöpsel rein zu tun, sondern gerade so beim Schnitzen, vielleicht bei den Lederarbeiten, auch einfach mal nicht jetzt auf effizient das Ganze machen, dass es möglichst schnell fertig, sondern einfach da sitzen, schön schnitzen. Meditativ so ein bisschen teilweise, finde ich das, ne? Genau, richtig, richtig. Hatte ich, glaube ich, gestern auch zu dir gesagt. Also das ist fast wie eine Meditation hier. Weil wir haben auch hier in dem Wald so unglaublich viele Vögel und wir haben vorhin mal ein bisschen Sound noch aufgenommen, war ganz interessant, wo wir wirklich mal gesagt haben, wir sind jetzt mal eine Minute ruhig. Ich meine, ihr wisst ja, Fritz redet viel. Ja. Wenn in meiner Gesellschaft jemand viel redet, rede ich auch viel. Also wir waren eigentlich ziemlich viel am Plappern und am Reden und haben dann vorhin gemerkt, bei dieser einen Minute, so was in dem Wald überhaupt los ist. Ich fand krass, also wo wir das aufgenommen haben, dass man irgendwie wirklich wie in so einem 3D-Sound-Kino auf einmal so merkte, auch so wie weit das weg ist, was wir auch mal hört, so okay, was sind das vielleicht für verschiedene Arten von Vogeltönen, was hört man noch so, Windrauschen, ich fand es mega, mega spannend und wir waren jetzt fast 2 Tage hier und wir waren gefühlt nicht einmal eine Minute ruhig, so, es war richtig, so komplett richtig, so, richtig. Krass, was ist das hier eigentlich? Was ist hier passiert? Mit den Vogelstimmen, das würde ich vielleicht abschließend zu dieser Frage vielleicht auch noch erwähnen, was man auch natürlich super machen kann, wenn man alleine draußen unterwegs ist, sich einfach fortbilden. Dass man zum Beispiel, gut, mit Vögelstimmen wird es ein bisschen schwieriger, aber man kann zum Beispiel Bestimmungsbücher mitnehmen und mal sagen, hey, was wachsen hier für Bäume? Absolut, Pflanzen sind die sowas, essbar oder nicht? Wie sieht es hier am Boden aus? Gibt es irgendwo essbare Wildkräuter? Ja. Oder auch zum Beispiel so Thema verschiedene Hölzer, was so Hartholz, Weichholz zum Schnitzen angeht. Einfach generell mit der Natur beschäftigen. Was kann man vielleicht auch wie, wo nutzen? Ja? Genau, was war ganz, das hat man gar nicht gesprochen. Guck mal, was hier hinten hängt. Und zwar hatten wir, oh ja, hier hinter dir liegt es auch. Ich gebe dir auch mal was. Ja. Wir hatten so eine Fichte gefunden, wo auch das Ding entstanden ist. Mhm. Und Atze pulte die Rinde ab und merkte auf einmal, krass, die kann man komplett abziehen. Mhm. Ne? Und ich hatte das dann auch mal gemacht. Und das Ding hier, das ist, ich glaube, da kann ich mich stabil ranhängen. Also da kannst du wirklich, glaube ich, einen Panzer ziehen damit. Und wenn man dann wieder überlegt, was man hier irgendwie für Schnüre draus machen könnte oder da eine Schale oder irgendwie einen Bushcraft-Dach aus ganz vielen Sachen. Das sind auch wieder so eine Sache, natürliche Materialien und einfach damit beschäftigen. Ich finde, es muss auch gar nicht immer irgendwie sein, dass man jetzt direkt ein Buch nimmt und was ausprobiert. Das ist auch eine coole Sache. Aber manchmal gehe ich einfach in den Wald und gehe einfach und gucke. Ja, und gucke mir einfach Sachen an und fühle mal und schnitze mal und mach mal. Und das mit der Rinde war jetzt auch nicht geplant. So, das war einfach plötzlich da, weil man Sachen ausprobiert. Das ist im Prinzip auch das, was man gerne mit Kindern macht. Einfach rausgehen und die Natur entdecken. Bei den Kindern, die kriegen dann oftmals so ein kleines Set geschenkt, wo dann noch ein Vergrößerungsglas dabei ist und sowas. Ja? Aber das kann man, wir Erwachsene können das ja genauso noch machen. Ja? Vor allem die vielleicht bei dem Thema auch einsteigen. Gerade die stellen ja auch solche Fragen, die vielleicht noch nicht so lange alleine draußen waren. Einfach mal wieder zurückdenken, wie war das auch in der Kindheit? Vielleicht auch mal die Schuhe ausziehen und barfuß durch den Wald laufen. Das sind alles so Eindrücke, die sind einfach... Ja. Hatte ich gestern auch, unfreiwillig. Das war nämlich ein Part des Special-Projekts gestern, wo ich dann irgendwann meine Füße und alles trocknen musste, weil alles klitschnass war.
Genau. Aber das war auch wieder witzig, so plötzlich barfuß. Ich merkte so, ja, ist eigentlich irgendwie ganz cool. Und dann noch die Weiterbildung, wie trockne ich Schuhe am Lagerfeuer am besten. Ohne sie mir abzufackeln, hat so halbwegs funktioniert. Okay, sehr cool. Gut, Yannick, dann danke für deine Frage. Okay, die nächste Frage kommt vom Peter Hacker. Grüße an Peter. Und zwar ein bisschen off-topic, hat was mit dem Videoschnitt zu tun. Mal einen Schwenk in Richtung Post-Production. Post-Production bedeutet die Bearbeitung oder die Erstellung des Videos nach dem Dreh. Wie viel Zeit vergeht, bis ihr euch an die Schnippelei macht? Wie viel Zeit geht in Schnitt? Wie viel in Ton? Guckt ihr euer Werk direkt danach 25 Mal an? Oder erstmal liegen lassen bis zur Veröffentlichung und dann kurz vorher mit frischem Auge ran? Fritz, wie sieht es bei dir aus? Ja, also, du bist, man muss ganz kurz noch vielleicht dazu sagen, dass du ja Fulltime-YouTuber bist, du machst es beruflich. Genau. Bei mir ist es ja Hobby neben meinem Beruf. Deswegen gleich eine ganz spannende Frage, es aus zwei Sichten zu sehen. Absolut. Also wir hatten, müsst ihr natürlich da draußen wissen, gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, natürlich über die ganzen technischen Sachen und Videoschnitt und YouTube. Und da ist uns aufgefallen, dass wir doch schon sehr unterschiedliche Herangehensweisen haben, was nicht unbedingt immer damit zu tun hat, ob jetzt Hobby oder Beruf ist, sondern vielleicht auch einfach vom Charakter her oder wie geht man an bestimmte Sachen ran. Und was man auf jeden Fall nicht sagen kann, eine pauschale Zeit oder sowas. Also dass man jetzt sagt, okay, ich brauche 6 Stunden für jedes Video, es sei denn, jedes Video wäre gleich. Aber das kommt so ein bisschen auf die verschiedenen Formate drauf an. Wenn ich jetzt so ein Tourenvideo habe, wo ich wirklich über 2 Tage lang einfach alles ein bisschen aufnehme, kochen, ins Bett gehen und Lager aufbauen und also so. Also sowas, was wir jetzt gemacht haben im Prinzip, ja? Genau, da brauche ich, würde ich schon sagen, ich sage mal meine 8 bis 12 Stunden, ne, also 1 bis 1,5 Arbeitstage, kann man da schon einplanen. Die Leute, die vielleicht von meinem Kanal Random Mission kennen, ist so ein Agentenspiel, sage ich unbedingt mal. Unbedingt anschauen, sehr geil. 3 Leute, 3 GoPros, laufen alle parallel und dann fängt man an, 3 Kameras, die gleichzeitig laufen, thematisch gegeneinander zu schneiden. Dann kommen da Karteneffekte, Animation, Einblendungen und das kostet halt richtig Zeit. So, da sitzt man halt schon irgendwie eher so 2, manchmal auch 3 Tage dran, je nachdem, aber, wie man sich ins Detail verliert. Ja. Bleibst du dran dann an dem Videoschnitt, dass du sagst, du vom Arbeitstag Anfang bis zum Ende bleibst du voll jetzt an dem Video dran? Definitiv nicht, irgendwann, also bei mir persönlich qualmt irgendwann wirklich der Kopf und ich kann es dann nicht mehr sehen. Und wenn ich jetzt 2, 3 Stunden schneide und merke so, boah, irgendwie so die Luft geht gerade raus und ich bin nicht so frisch, dann lieber irgendwie mal kurz aufs Fahrrad schwingen oder was anderes machen, E-Mails beantworten, telefonieren, Bilder bearbeiten, mache ich dann auch ganz gerne. Genau, was ich auch gern mache, ist, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt in einem Video vorangeschnitten, ich merke so, okay, thematisch geht das jetzt in die Richtung, wie ich mir zum Beispiel den Titel und das Thumbnail vorstelle, mache ich kurz einen Break und gehe quasi in die Fotobearbeitung vom Thumbnail. Passt ja auch wieder zum Video, muss gemacht werden. Genau, das darf man auch nicht vergessen. Videobeschreibung, Thumbnail ist auch nochmal on top, nochmal Zeit, die wirklich drauf geht, ja. Absolut. Und dann mache ich da vielleicht ein bisschen weiter, um dann eine halbe Stunde später wieder in den Videoschnitt zurück zu gehen. Genau, aber es ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit, was viele vielleicht unterschätzen oder die dann wirklich mal selbst probieren oder mal selbst ein Video geschnitten haben, merken, das ist heftig. Also auch im Hobbybereich, also das ist auch unglaublich aufwendig, weil man zum einen muss man sich nebenbei erstmal so die Skills auch aneignen mit dem Videoschnitt. Und wenn ich sage, ich probiere das selber nur mal so rum, ja, ich meine, ich war früher auch so, dass wenn ich ein Programm hatte, erstmal selber ein bisschen rumgespielt habe, das ist einfach nicht effektiv, ja. Also da geht wirklich, das kann man dann als Hobby mit einem gewissen Qualitätsanspruch, das funktioniert dann irgendwann einfach nicht mehr. Also man muss die Programme einfach lernen. Und dann ist es so, ich habe Familie, bin auch selbstständig, ganz normal beim Arbeiten, dass ich halt mir einfach diese Schnittzeit irgendwo, ja, im wahrsten Sinne des Wortes rausschneiden muss, ja. Also mal abends, wenn die Kinder im Bett sind, mal eine Stunde oder vielleicht auch mal 2 Stunden, dann vielleicht mal am Wochenende, wenn alle noch so ein bisschen in den Schlafanzügen rumspringen, dann bin ich dann schon manchmal so, dass ich um 7 aufstehe, mir einen Kaffee mache und dann halt sage, jetzt habe ich noch eine Stunde Zeit, bis dann das Familienleben beginnt. Also ich versuche halt dann einfach, das irgendwie sehr früh oder auch sehr, sehr spät abends dann noch zu machen. Und das ist halt, wenn man immer nur so kurze Phasen hat, ist es immer sehr aufwendig, immer wieder reinzukommen, weil ich dann einfach mit dem Projekt starte, dann will ich erstmal anschauen, was ich bisher schon gemacht habe. Und das ist halt bei so kleinen Labervideos, die sind relativ schnell geschnitten. Das sind manchmal so One-Take-Aufnahmen, Intro, Outro, bisschen hier Thumbnail und bisschen Musik vielleicht an manchen Stellen. Das geht relativ schnell, also da bin ich auch teilweise in 2, 3 Stunden kann man sowas durchjagen. Ja. Aber dann solche Tourenvideos,
wenn da noch ein bisschen Cinematic, was ich ja ganz gerne mache, noch dazu kommt. Und ich, da haben wir ja auch gestern auch darüber gesprochen oder vorgestern, dass man vielleicht auch ein bisschen, ja, wenn man einen zu hohen Qualitätsanspruch hat und das auch nur so nebenbei macht, wobei im Beruf ist es ja das Gleiche, Zeit ist Geld, da muss man halt ein bisschen runterschrauben, aber ich bin da ein bisschen perfektionistisch veranlagt und versuche immer so das Beste rauszuholen. Und es kann halt sein, bei so einem halben Stunden-Video, dass ich das dreimal anschaue, auf YouTube hochlade, privat es nochmal anschaue, einen kleinen Fehler finde, wieder ins Büro springe, ja, und dann halt, oder an meine Arbeit oder halt an mein Hobbyzimmer. Und dann dort halt wirklich nochmal das komplette Projekt nochmal. Und diesen kleinen, das ist dann bloß wahrscheinlich eine halbe Sekunde, verschiebt noch den einen Clip, nochmal komplett rausrendern. Ja, ich denke, man kann zusammenfassen, es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Genau, also es gibt, wie gesagt, verschiedene Formate oder es gibt auch genug, sag ich mal, andere YouTube-Channel, was gar nicht böse gemeint ist, dass man das gar nicht vergleichen kann. Ne? Es gibt auch Leute, die setzen sich einfach hin und erzählen Sachen und die, da lebt das ganze Video vielleicht auch wirklich nur von dem Inhalt und man sagt so, ja, ich brauche jetzt keine Cinematics, keine Musik, keine schönen Bilder, so, aber das ist ja so der eigene Qualitätsanspruch. Und wenn man einfach selbst sagt, okay, ich will jetzt so eine Timelapse, ich will jetzt so eine Drohne einbauen und bei der Drohne soll noch ein schöner Windsound drunter und ein Übergang und ein Switch und so, dann geht's in Sound und das ist halt das, was Zeit kostet. Und noch eine schöne Grafikeinblendung, weil du denkst, ah, das könnte man jetzt visuell nochmal verstärken dadurch. Das ist das, was Zeit kostet. Aber ich finde, das ist, was es auch irgendwie dann besonders schön und qualitativ hochwertig macht. Und ich versuche halt immer so eine gesunde Mischung davon zu finden. So, wenn ich weiß, okay, ich brauche jetzt für diesen einen Effekt 3 Stunden und ich könnte einen anderen nehmen, der vielleicht nur halb so cool ist, aber auch schick und der braucht 10 Minuten, ja, dann nehme ich halt den für 10 Minuten. Ja. So, es muss, die Balance muss einfach da sein. Definitiv. Gut, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, nicht nur Thumbnail und Videobeschreibung, dann kommt ja auch die Veröffentlichung. Ja, also gerade so dieses Thema Kommentare, ich lese sehr viele Kommentare, sicherlich nicht alle, weil es gar nicht geht, wenn ich alle lese, dann kommen keine Videos mehr. Könntest du nichts anderes mehr machen. Ja. Ganz klar, und dann kommt ja auch noch Instagram und E-Mails, das kommt ja auch alles noch. Ich versuche es, aber das ist halt auch nicht immer möglich zu sagen, oder das ist so mein Ziel, wenn das Video rauskommt, vielleicht so die erste Stunde aktiv zu sein, wirklich auch viel zu antworten und zu kommentieren. Auch, wenn man dort dann kommentiert, dann bist du direkt am Rechner. Ja. Und aber Samstag 9 Uhr kommen meine Videos, das heißt, es gibt auch genug Tage, meistens, wo ich unterwegs bin. Meistens. Es sei denn, kleiner Insider, das Video kommt plötzlich an einem Mittwoch um 11 Uhr raus und ich sitze hier im Wald und denke so, was ist jetzt hier komisch, passiert? Komisch. Ja, ist mir nämlich passiert, weil ich, ne, ein kleiner Fehler, da sind wir wieder dabei, ein kleiner Fehler beim Upload falsch eingestellt und das Video kam plötzlich auf Mittwoch um 11 Uhr raus, gerade jetzt wo passiert gestern. Wo ganz viele gestern Leute vom Computer sitzen und YouTube schauen. Genau, naja, aber das passiert halt einfach, ja, genau. Okay, Peter, ich hoffe, dass deine Frage damit beantwortet ist. Vielen Dank dafür. Gut, jetzt kommen wir zum Jürgen Lindner. Grüße an den Jürgen. Mich würde mal interessieren, was ihr zum Thema Selbstüberschätzung von manchen Möchtegern-Survival-Listen, die man bei uns in Österreich zum Beispiel dann mit dem Heli aus den Bergen retten muss, haltet. Interessante Frage, Jürgen. Was sind Möchtegern-Survival-Listen? Vielleicht genau, muss man das erstmal kurz mal ein bisschen definieren. Ich glaube, was Jürgen meint, ist, sind keine Möchtegern-Survival-Listen, sondern vielleicht eher der normale Wandertourist, der im Sommerurlaub mal in die Alpen fährt und vielleicht das Gebirge nicht ganz so kennt oder nicht richtig einschätzt im Sinne von Wetterumschwünge, auch verschiedene Höhen, auch wie die Sonne dann mehr strahlt, also so verschiedenste Sachen. Und ich denke, gerade so wir in dem Bereich, wir beschäftigen uns natürlich auch viel mit Ausrüstung, machen uns vielleicht auch mehr Gedanken, planen eine Tour ein bisschen intensiver. Und es gibt, glaube ich, genug Leute, die dann einfach auch mal so eine Tour irgendwie sehen oder hören oder von der Hütte zu der Hütte ein paar Schilder hinterherlaufen und dann plötzlich da in einem halben Klettersteig landen oder auch Geröllfelder. Es gibt auch genug Sachen in den Alpen, wo es immer heißt, ja, du musst schwindelfrei und trittsicher sein. So, wenn man das ist, passt das. Aber es gibt auch Stellen, da ist ein Schritt daneben und das war's. Ja. Ja, und du rutschst das Schotterfeld runter. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie es gemeint ist. Und als Tipp draußen, auch wenn ihr jetzt nicht irgendwie selbst krass aktiv draußen seid oder aber einfach mal selbst eine Tour wandern wollt, irgendwie in den Alpen, ja, ein bisschen informieren einfach. Ja? Einfach mal, was für eine Schwierigkeit, mal so eine Beschreibung durchlesen, was erwartet mich da. Ja. Und also was ich auch so bei uns im Allgäu feststelle, dass diese ganzen Tourismusverbände und die ganzen Städte auch extrem die Berge ausbauen. Also das heißt, dass du auch wirklich mit eigentlich keiner Ausrüstung schon sehr weit hoch, schon sehr weit in die Alpen reinkommen. Die ganzen Gondeln, ne? Die ganzen Gondeln, dann sind die Wege oben teilweise dann auch schon wirklich teilweise geteert, was mich wirklich erschreckt. Also ich finde das echt nicht ganz so toll. Und dann ist natürlich
der Schritt zu dem alpinen Wanderweg, der dann vielleicht zu dem hohen Gipfel nebenan noch führt, natürlich sehr nahe. Ja? Mhm. Und ich glaube, das unterschätzen viele. Und man sollte wirklich, wenn man auf so alpinen Wanderwegen unterwegs ist, ja, wo auch teilweise dann Geröllfelder kommen, ja, wo man teilweise 3 Stunden überqueren muss, das ist mit gutem Schuhwerk kein Problem. Ja, aber wenn du einfach leichte, halbhohe oder so niedrige, fast schon Turnschuhe anhast, dann kann das wirklich auch gefährlich werden. Und man ist dann extremst langsam unterwegs. Und da kann das schon schnell mal passieren, dass man durch einen Wetterumschwung oder einfach, dass einem die Zeit verloren geht. Ja? Weil man denkt ja, ach, in dem Wanderführer steht dort 5 Stunden drin, das schaffe ich eh in 4. Ja, aber eigentlich braucht man fast 8 dann durch solche Situationen. Und dann kommt es halt zu diesen Notsituationen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, auch bei diesen Beschreibungen auch wirklich drauf zu schauen, der Schwierigkeitsgrad und auf was man achten muss, ob man Stöcke vielleicht noch mitnehmen sollte. Bist du schon mal in so eine Notsituation gekommen? Es ratterte die ganze Zeit im Kopf und mir fielen echt 2 Situationen ein, wo ich mich definitiv überschätzt habe oder einen Fehler gemacht habe. Und zwar gibt es auch Videos dazu übrigens. Das eine war Trailrunning auf La Palma, auf dem Höchstberg von La Palma. Und das als ganz kurze Vorgeschichte, ich habe so ein bisschen Trailrunning gesehen, dachte so, Joggen in der Natur, in den Bergen, mega geil. Mhm. So. Und hatte dann aber irgendwie die Schuhe noch nicht und habe wirklich ein Jahr später hatte ich dann endlich diese Trailrunning-Schuhe. So, aber keine Berge, weil ich wohne in Magdeburg, habe doch in Berlin gewohnt und dann La Palma, der erste Berg, endlich, gefühlt nach 1,5 Jahren, endlich, jetzt Trailrunning. Bin oben auf dem Gipfel, völlig überheblich, völlig geladen, denk so, und jetzt geht's ab. Laufe und es ging bergab. Und ich habe mir noch meine Tracking-App angemacht, um zu gucken, okay, wie schnell bist du unten und sowas. Und laufe und hinten mein ganzes Zeug drin und merke schon so, boah, bergab wird es ja mal schneller, ne? Oh, und ein Sprung und ein Stein. Und laufe immer weiter und denke schon so, oh, jetzt wirst du ganz schön schnell. Krieg den Stein nicht und mach wirklich einen kompletten Überschlag. Habe ich noch gar nicht. Jetzt fällt mir ein. Margarita. Pizza Margarita auf dem Knie. Aber warum ist das passiert? Oder der Gag dabei war noch, ich habe währenddessen, weil ich ja noch filmen wollte, wie ich dort laufe, dachte ich, die große Kamera, nee. Nimmst das Handy, machst ein paar Insta-Stories beim Bergabrennen. Völlig gestört. Also, Leute, macht's nicht. Wahnsinn. Und ich mache diese Insta-Story und man sieht in dieser Insta-Story, wie es einfach so flupp, mein Handy fliegt nach vorne. Das war irgendwie auch gerade erst 2-3 Wochen alt. Lag aber günstig und ich gucke halt wirklich dann so, ne, Knie war irgendwie offen, an der Seite war irgendwie Prellung und sowas. Mhm. Und gucke sie so, krass, die Insta-Story ist, ja. Okay, veröffentlichen. Geil. So, und dann bin ich halt runter und habe halt gemerkt, okay, Knie ist offen, so, bin halt langsamer gelaufen, kam unten an, Knie war offen und habe dann aber gemerkt, als ich unten war, wie der Adrenalinschub weg war und ich echt richtig Schmerzen hatte und nicht mehr laufen konnte. Und ich lag danach 2 Tage lang wirklich nur im Hotelzimmer rum. Dann ging es langsam wieder, aber der Urlaub war für mich gelaufen. Ja. Also ich konnte nicht mehr wandern. Es hätte genauso gut auch oben passieren können, dass du oben nicht mehr weiterlaufen. Ich hätte auch auf den Kopf. Das Gute ist, ich habe mich irgendwie so seitlich über die Schulter abgerollt, ne? Und bin dann irgendwie... Und der Rucksack dann aber auch noch wahrscheinlich noch ein bisschen genau, geschützt. Genau, es war wirklich so eine Rolle und bin halt mit dem Knie zuerst drauf und dann hier über die, über die Seite. Das war die erste Sache, also nicht nachmachen, völlig überhebliche Selbstüberschätzung. Und dann ein Fehler, den ich tatsächlich gefühlt schon öfter gemacht habe oder das manchmal schwer ist zum Einschätzen, das Thema Trinkwasser. Mhm. Wie viel Trinkwasser brauchst du wirklich? Ja, hier jetzt Lager, okay, man geht vielleicht nochmal zum Auto, man kann sich was filtern, schleppt zur Not auch mal richtig was mit, ist egal. Wenn du aber in den Alpen unterwegs bist, du willst leicht sein, du machst einen Klettersteig, ja, du gehst viel wandern und sagst so, naja, da ist eine Wasserquelle angesagt, da ist die nächste Hütte. 1 Liter sollte reichen, 1,5 sollten reichen. Und wir waren auf dem Adler Klettersteig, ist ein saugeiler Klettersteig, aber die ganze Zeit in der Sonne, komplett am Fels. Und ich glaube, ich hatte 1,5 oder sowas mit, so ungefähr. Mhm. Ja, und trinke und wir machen diesen Klettersteig und es brutzelte. Ich trank und es wurde immer weniger Wasser und irgendwann war es Wasser alle. Und ich dachte mir so, ja, ich habe mega Durst und es knallt, es war null Schatten. Und dann sind wir irgendwann abgestiegen und Kumpel war mit, genau das gleiche passiert, weil wir uns völlig das Wasser falsch eingeschätzt hatten. Und sind dann tatsächlich an so einem Schotterfeld nach oben, da habe ich auch gefilmt, gibt es auch ein Video zu, und sind dann wirklich noch in so ein kleines Gletscherfeld rein, was dann absolut krass aussah innen drin, um dort Wasser zu kriegen, irgendwie Bergwasser, weil wir so einen Durst hatten. Und naja, aber das Gletscher war irgendwie, der Gletscherwasser war irgendwie innen drin getaut und dann kam man nicht richtig ran. Dann haben wir noch mit Paracord um die Flaschen rum, um das dann reinzuwerfen. Und es war halt eine Situation, die war jetzt nicht lebensbedrohlich so in dem Sinne, aber es war schon gedacht so, ich brauche jetzt echt was zu trinken. Ja. Wir waren oben wir waren noch über der Baumgrenze und alles. Und die Hütte war irgendwie erst unten. Also es waren noch so 2-3 Stunden. Ich meine, gut, das waren jetzt 2 Sachen, wo ja auch richtig alpin sind. Ja. Ich würde sogar noch
viel früher anfangen. Also ich habe auch zwei Situationen, die mit Trinkwasser zu tun haben. Ich werde jetzt mal nur eine hier jetzt erzählen. Die andere ist sehr ähnlich wie eine von deinen. Es war Sommer, heißer Sommer, 34, 35 Grad hat es gehabt und meine Frau ist mit den Kindern zum See gefahren. Mhm. Ich mag diese überfüllten Seen nicht, ich mag nicht diese Menschenansammlung. Ich habe gesagt, nee, ich bin clever, ich gehe in den Schwarzwald. Ich mache eine schöne kleine Tour, schön im Wald, da ist es ein bisschen kühler. Hab wirklich, ich glaube, ich habe 3 Liter Wasser dabei gehabt. Habe mir dann eine ganz tolle Tour selber geplant, bin die auch gelaufen. Und das Problem war, diese Tour war zu 80%, das war eben nicht ersichtlich in der Planung, auf diesen schönen Kies-Forststraßen in der prallen Sonne. Ja, bei 35 Grad, da war wirklich kein Grad weniger, bei 35 Grad. Und es war dann so, ich war da auch nicht tief im Schwarzwald drinnen. Ja, also deswegen nehme ich gerne dieses Beispiel, wie schnell sowas auch gehen kann. Ich hatte dann wirklich alle Trinkreserven aufgebraucht und ich musste noch so einen kleinen Hügel überqueren. Und da war alles, der Wald war komplett durch Sturm, er war weg. Ja. Ich bin wirklich in der prallen Sonne, ich glaube sicherlich eine 100% oder 90% Steigung hochgelaufen. Und ich musste ungelogen bei jedem kleinsten Busch, der ein bisschen Schatten geworfen hat, ich habe fast alle 15 Meter eine Pause machen müssen. Ich war mit meinen Kräften komplett am Ende. Ich hatte keinen Tropfen Wasser mehr. Geht schneller und manchmal, ja. Wenn die Kondition und Konstitution nicht ausgereicht hätte, wäre es genauso ohne Probleme möglich gewesen, dass ich in dem Moment irgendwann mal umgefallen wäre. Ja, einfach in Ohnmacht gefallen. Ja. Deswegen ist man nicht gleich tot. Irgendwann macht man meistens dann ja wieder auf und passt, ja. Aber das war auch so eine Notsituation, nenne ich es fast schon. Ja, ich meine, ich musste nicht gerettet werden. Ich würde es auch wirklich nicht Selbstüberschätzung nennen, aber es geht manchmal schneller, wie man denkt. Und natürlich, je krasser das Terrain ist und je exponierter auch die Stellen sind, wo ich unterwegs bin, klar, irgendwann ist dann wirklich so der Zeitpunkt, wo halt dann die Bergwacht ausrücken muss, ja. Ja, Leute, wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man aus so Fehlern lernt. Ne? Ja. Also, weil Fehler kann man nie komplett vermeiden. Aber ich finde, wenn sowas halt mal passiert, dann ganz klar Alarmglocken, Trinkwasser, immer noch mal Wetterbericht checken, wie ist die Lage oder einfach aus den Fehlern lernen. Ja, Jürgen, jetzt vielleicht abschließend. Also ich persönlich meine Meinung, ich halte nichts davon, mit schlechter Ausrüstung, vielleicht mit gar keiner Ausrüstung, irgendwie zu sagen, ich mache jetzt Urlaub irgendwo in Südtirol und gehe jetzt wirklich blöd gesagt, ich habe auch schon auf Bergen Leute mit Flipflops gesehen. Ja, also davon halte ich gar nichts. Ich meine, was soll man dazu sagen? Ja, schade um das Geld. Ich hoffe, es gibt irgendwann mal, vielleicht gibt es auch schon, weißt du was, ein Gesetz, dass dann solche Rettungsaktionen, provoziert wurden, irgendwie selbst bezahlt werden müssen. Das weiß ich nicht. Ja. Also es wäre mal interessant, Jürgen, wenn du da was weißt, poste das gerne mal unter dieses Video. Okay, dann wären wir soweit durch mit den Fragen. Erstmal an euch, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und auch die Fragen, die Themen gestellt habt. Mhm. Ein großes Dankeschön auch, Fritz. Ich habe zu danken für die 2 schönen Tage. Dass du auch bereit warst, hier bei dem Waldgeplauder mitzumachen, auch für die Tour. Das war auch richtig cool. Also schaut beim Fritz vorbei, da kommt das Tourenvideo. Wird wahrscheinlich sogar schon unter Umständen online vielleicht sein. Vielleicht ist schon online zu dem Müssen Zeitpunkt. Wir mal gucken. Ja. Dieses Video wird erst ein bisschen später kommen. Wenn ihr für das nächste Waldgeplauder irgendwelche Ideen habt oder Themen, die euch interessieren, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare reinposten. Vergesst nicht den Hashtag Waldgeplauder. Mit dem Hashtag könnt ihr auch bei Instagram und Facebook eure Fragen stellen. Ich werde danach mal suchen und sicherlich auch dann eure gewünschten Themen finden. Wir werden jetzt hier noch unser Lager abbauen und dann langsam auch nach Hause gehen. In diesem Sinne, Leute, geht raus, genießt die Natur und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.